100 Grad, 100 Grad. Schon nach dem dritten. Das klingt sehr gut. Warum kommt da kein Wasser an? Ach so, weil die Pumpe keinen Strom hat. Die Pumpe braucht echt Priorität, was Strom angeht. Das könnt ihr nicht bringen. So. Es ist genug Wasser. Es ist allerdings nicht 100 Grad heiß. 56 Grad. Ihr wollt mich doch alle veräppeln. Okay, gib mir, klar, bessere. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier drei Steam Engines nicht mit so vielen Boilern betreiben können. Es ist genug Wasser da. 60 Grad. Ah, es ist echt krank, die Änderung. Also vielleicht gibt es da jetzt irgendeinen neuen Trick, der das ausgleicht, aber das ist langsam echt nicht mehr toll, dass mit jedem Patch irgendwas total kaputt gemacht wird. Hm. Hauptsache, wir überleben. Wenn wir überleben, ist alles okay. Die Electric Furnace sollte ich eventuell ausmachen. Ich sollte allgemein alles Mögliche ausmachen. Wie die Dinger hier zum Beispiel. Kapp mal alle Ärmchen, damit es gar keinen Zwischenschritt mehr gibt, der produziert wird. Dann geh weiter runter, weiter runter, weiter runter. Stopp. Hier. Genau. Wie viel Eisenplatten haben wir? Ja. Cup. Das da. Die Ärmchen. Die Zuführärmchen. Dann alle gedreht. Was? So, rausnehmen dürft ihr noch. Weg, 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 weg. Okay. Das heißt, sie werden nicht mehr befüttert und dadurch dürften sie nicht mehr... So. Verbrauchen sie weniger Strom. Wenn sie denn mal Strom verbrauchen könnten, was sie jetzt gerade nicht können. Das sollte schon mal sehr viel bringen. Okay, wieder hoch. Wieder versuchen, das so gut es geht hinzubekommen. Aber das ist mir echt ein Rätsel hier. Ich hau mal den da hinten weg und guck, ob der jetzt nach und nach mehr oder heißeres Wasser bekommt. Was eigentlich keinen Sinn macht. Weil wenn hier in dem Rohr 63 Grad heißes Wasser ist. Warum sollte es denn hier kälter werden? Es sollte verbraucht werden, ja. Aber kälter werden nicht. So, wir haben es langsam ein bisschen wärmer. Wir sind jetzt bei 62 Grad. Und das sind MK3 Engines. Sie haben MK3 Boiler, also fast komplett. Bau die letzten MK3 verdammten Boiler. Da. Wir haben jetzt 7 MK3 Boiler für 3 MK3 Engines. Ich mache jetzt mal was ein bisschen Übertriebenes. Aber ich denke, darauf soll es wohl hinauslaufen. Mach mehr Grüne davon. Hau die Boiler hier alle hin. Noch einen. Und dann befüllst du ebenfalls die da. Obwohl, da haben wir zweimal 56 Grad. Das bringt auch nichts. Also ich würde sehr gerne mal die Formeln dafür sehen. Was da im Hintergrund passiert. So. So, da ist jetzt 100 Grad heißes Wasser, da haben wir 60 Grad heißes Wasser und es wird 50 Grad.
60 Grad, 100 Grad. Scheint sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu. 58, 69. Nee, doch, es geht. Okay, also nimm doch den Durchschnitt. Okay, also die jetzt alle auch noch zu. So. Die alle auch noch zu MK3 machen. Dann haben wir 14 verdammte Boiler. Für 3 Engines. Gaga, ist einfach nur Gaga. So, 99 Grad waren da gerade eben noch. Ja. Das scheint wohl echt so zu gehören jetzt. Ist ein extremer Nerf von den Steam Engines. Schon wieder. Erstmal wurden sie 10-mal oder so teuer gemacht. Und jetzt verbrauchen sie noch wesentlich mehr Wasser- und Brennstoffblöcke. Okay. Kann ich jetzt wenigstens ein paar mehr da hinten ranhängen? ...93... ...94... ...93. Ja, das scheint zu gehen. Okay. Wenigstens ein kleiner Trost. So, was sollte noch verbessert werden? Der Tank scheint zu reichen. Die MK2-Pumpe scheint zu reichen. Das irritiert ein wenig. Okay. Hier wahrscheinlich noch eine Pumpe hin. Bauen wir eine gute. Und dann baue ich das jetzt nach und nach aus. Und dann haben wir hoffentlich ein funktionierendes Stromnetz wieder. Zumindest so einigermaßen. So, Wasser ist voll. Wie heiß ist das Wasser hier? 77 Grad. Warum? Warum ist das... Ganz ruhig, Girogon. Ganz ruhig. Warum schwankt das so? Warum ist es mal 100 Grad heiß und mal nur 70 Grad heiß, wenn es durchgehend feuert? Okay, ich brauche vielleicht einfach noch zwei. Einmal da und einmal da. Ist alles gut. Dann hättest du gerne noch einen extra Strommast da oben. So. Der sich nicht mit da unten verbindet. Richtig. Ist das Netz hier oben übrigens okay? Ja, das Netz oben ist super. So, dann hättest du gerne Shift rechts, Shift links. Shift links. Und dann noch die Boiler, die guten. Also die Dreier. Da, 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 da. Okay. Können wir jetzt bitte auf beiden Seiten 100 haben? Was? Nein. Ah. So. Verdammt. Bau bitte davon welche. Was mit denen hier? Die laufen alle noch bei 50 Grad. Nimm mal die da weg. So, und bau die hier mal hin. Und ich teste jetzt mal ein bisschen rum. So, und zwar schnappe ich mir jetzt einfach hier auch Wasser. Ah, die Temperatur sinkt ins Bodenlose. Wieder auf 51 Grad, weil mehr Abnehmer da sind. Also je mehr Abnehmer da sind, desto schwieriger ist es jetzt, Hitze aufzubauen. Das macht null Sinn. Aber auch wirklich null. Weil man hat einen Haufen Wasser. Einen Tank voll Wasser. Sagen wir mal 10.000 Einheiten. Den erhitzt man auf 10.000 Grad. Also auf 100 Grad. 10.000 Grad wäre schon Plasma, oder? Egal. Okay, es ist sehr heißes Wasser. So heißt, dass es genau reicht, um alle Engines 100% auszulasten. So, das schickt man jetzt in ein Rohr weg. In Richtung der Engines. Und je mehr Engines das Wasser gerne hätten, desto kälter wird das Wasser, bevor es bei den Engines ankommt. Was zur Hölle?
Das heißt, das System ist gar nicht fehlerhaft. Das Schlangensystem kann man genauso beibehalten. Man braucht nur eine riesige Schlange vorher. Ich brauche also richtig viele Boiler. Und die befüttern dann irgendwann so ein paar Steam-Engines. Okay. Bau davon. Noch mehr. Hau die alle hier hin. Brauchen wir hier nochmal überall Ärmchen. Da überall Ärmchen. Wir brauchen noch mehr blaue Kisten, die ich dann wahrscheinlich nicht mehr habe. Genau. Alter Falter. So, dann grüne Rohre da. Grüne Rohre da. Ruhig ver... Ich habe mich eingesperrt. So, da hätte ich gerne ein untergrundgrünes Rohr. Ich hoffe, die Verteidigung hält so lange, wie ich hier im Rumdümpeln bin. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Und ich hoffe, die Fuel Blocks reichen. Eventuell müssen wir da auch noch ein bisschen rumbasteln. Ja, Problem ist jetzt die... Die da müssen weg und ein hoch. Aber momentan sind die Ärmchen und so weiter mit den Boilern hier an dem unteren System, also am Hauptsystem angeschlossen. Das heißt, wenn Strom ausfällt, kann das nicht nachgekippt werden. Das ist nicht gut. Das muss ich demnächst beheben. Bau die restlichen Boiler dahin. So, haben wir jetzt 100 Grad heißes Wasser? Wir sind bei 84. Ich check's nicht. 100 Grad? 88 Grad. 100 Grad? 54. Ich mach die mal alle weg. Vielleicht ist da irgendwie so ein Restfehler drin. Nö. Temperatur wird runterreguliert, je nachdem, wie viele Engines dranhängen. Wie viele haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 36 MK3 Boiler. Und wir kriegen 80 Grad warmes Wasser. Okay, wir sollten nicht 80 Grad... Ja doch. Das ist so lächerlich. 36 Boiler. Mein Wasserkocher schafft 100 Grad heißes Wasser. Okay. 92, 93. Es wird langsam. Und wir brauchen davon wirklich. Wir brauchen hier eine ganze Wand aus Boilern. Es wird alles hier verboilert. Und dann kommen hier 8 Engines hin oder so. Krank. Einfach nur krank. Ja, währenddessen arbeiten die hier mit 50% Leistung. Immer noch regelmäßig Stromausfälle. So, ich bapp jetzt mal einen hier ran. Jetzt müsste es sehr schnell runterfallen. Was? Okay. Hänge ich noch einen ran. Du? Warum wird es jetzt nicht kälter? Vorhin wurde es schlagartig kälter, sobald ich auch nur einen Engine daran gesetzt hatte. Jetzt haben wir 100 Grad anscheinend geschafft. Du da? Warte. Ja, 100 Grad. Alles gut? Wir haben es geschafft. Okay, das heißt, ich sitze jetzt hier nach und nach ein paar mehr ran. Aber ich werde irre vorsichtig sein. Und sobald ich merke, dass hier wieder irgendwas ganz Komisches passiert, höre ich auf, neue ranzusetzen und baue erstmal mehr Boiler. Und dann haben wir hoffentlich irgendwann durchgehend genug Strom wieder, damit solche Sachen wie hier nicht passieren. Aber die Brennstoffblöcke halten ja eine ganze Weile. Ja, sehr gut.
Da. Grad, alles 100 Grad, alles kochend heiß. Schön. Was jetzt noch schön wäre, wenn die Akkus sich irgendwann füllen könnten. Alle Türme schießen. Ne, 92 Türme schießen. Oh, da ist nur noch 93 Grad, was da passiert? Das kann nichts mit dem Stromverbrauch zu tun haben hier. Es ist überall noch Brennzeug drin. Ja, jetzt ist es überall auf 95 runter. Also das ist jetzt Cap. Höher geht nicht. Das heißt, ich reiß die beiden mal ab. Setz die da hin. Das sollte sich jetzt bei 95 oder so einpendeln. Das heißt, das alles brauchen wir, um das da zu bauen. So sehen unsere neuen Energieblöcke aus. Das heißt, wir copy-pasten das Ganze. Was gar nicht mal so eine schlechte Idee ist mit dem Blueprint. Ja. Gut, haben wir für die nächsten Folgen was zu tun? Es war ein krasser Umschwung von der letzten Version auf diese Version. Aber es hat sich einigermaßen gehalten. Türme schießen. Ja. Ja, ist okay. Wir werden noch eine Weile dran knabbern müssen. Aber das kriegen wir hin. Jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.